Hallo, ich bin der Felix und ich zeige euch heute, wie kann man beim Crossrädern und Fitnessrädern den richtigen Luftdruck in Reifen feststellen. Der Luftdruck in Reifen ist sehr wichtig aus diesem Grund, wenn er zu niedrig ist, denn in der Kurve kann vorkommen, dass der Reifen runterfällt. Wenn es zu hoch ist, dann kann passieren, dass der Druck so hoch ist, dass die Felge zerreißt oder den Reifen runterzieht und dann ist der Reifen auch kaputt und dann hat man großen Schaden. Muss man neuen Reifen kaufen, neuen Schlauch, im schlimmsten Fall muss man neues Laufrad kaufen mit Reifen und Schlauch. Dazu brauchen wir vernünftige Luftpumpe, am besten sowas mit Manometer. Und viele machen den Fehler, dass dem ist so eine kleine Luftpumpe, das Fahrrad aufpumpen per Auge. Per Auge ist immer gut, wenn man da kleine Touren fährt oder um die Ecke, das ist kein Problem. Aber wenn man längere Touren fährt, sollte man sowas, so eine kleine Luftpumpe mitnehmen. Und die ist unterwegs Gold wert. Wenn da irgendwas passiert, kann man sich helfen. Weiß man sie nicht, muss man schieben oder anrufen, dass man abgeholt wird. Dazu brauchen wir noch andere Sache. Bei Crossrädern, Fitnessrädern, wenn man weiterfährt, kann man solche Tasche mitnehmen. In dieser Tasche haben wir Schlauch, Reifenheber und da ist man abgesichert. Die Tasche montiert man unterm Sattel. Das ist ganz einfach. Schiebt man durch die Streben rüber. Und braucht man keine extra Taschen. Hat man den Schlauch mit Tasche. Die Pumpe kann man in Rückentasche und Trikot rein tun und dann ist man abgesichert. Die Laufräder soll man zu Hause nicht mit solchen Luftpumpen aufpumpen, aus diesem Grund, dass man nicht weiß, wie groß ist der Luftdruck im Reifen. Das kann man nur per Auge da sagen, ja, ist fast gut oder nicht gut, aber das kann auch nachher sich rausstellen, dass es gefährlich oder nicht genau ist. Hier haben wir die Ausprägung für Reifendruck für Crossräder und Fitnessräder und der betrifft zu diesem Reifen von 3,4 bis 5,1 bar. Und so viel in diesem Bereich sollen die Reifen aufgepumpt werden. Für leichte Leute im unteren Bereich, für schwere Leute im oberen Bereich. Leichte Leute sind da zwischen 60 und 75 Kilo, ab 75 bis 100 der obere Bereich. Jetzt den Reifen aufpumpen. Zuerst machen wir die Staubkappe runter. Hier haben wir zu tun mit französischem Ventil oder Rennradventil. Den Kopf von der Luftpumpe ansetzen, zumachen und pumpen. Das ist ein kleines Rad, also sollte da so um die 4,5. Jetzt habe ich 4,5. Pumpenkopf abziehen. Ventilschraube andrehen. Ventilkappe raussetzen. Und losfahren. Das gleiche machen wir mit Vorderrad. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Weitere Videos sind hier oben. Und abonnieren könnt ihr unten. Das war's für heute. Bis nächste Mal. Tschüss.